Auf Augenhöhe mit dem Pferd. Das Thema Bodenarbeit erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Dr. Claudia Münch hat eine besondere Form der Ausbildung am Boden entwickelt, die die reiterliche Entwicklung in vielfacher Hinsicht unterstützt und sowohl bei Reitern und Ausbildern aus dem Sport- und dem Freizeitbereich immer mehr Anhänger findet. Als Mitglied des Arbeitskreises Bodenarbeit der FN war Claudia Münch bereits an der Entwicklung des ersten Abzeichens Bodenarbeit und der Ergänzungsqualifikation für Trainer beteiligt. Seit vielen Jahren vermittelt sie nun ihr Wissen auf zahlreichen Lehrgängen und Veranstaltungen. Die erfolgreiche Ausbilderin stellt in ihrer zweiten DVD gymnastizierende Lektionen und Möglichkeiten zur Verbesserung von Koordinierungsfähigkeit, Balance und Konzentrationsvermögen vor. Nach der Pylone reinkommen, jetzt nach rechts schauen, bisschen treibenden Arm, bleibt gerade, ja, innere Mitte heben, wieder treibenden Arm, rechten Arm schweben lassen, genau, und die Spannung aus dem linken. Ja, guck mal, von ganz alleine und anhalten, super, und Mähne kraulen und loben. Und wieder abwenden und ihn rauslassen. Gut, bis zur Bande, bis zur Bande, bis zur Bande. An der Bande nimmst du den rechten Arm weg und lässt ihn jetzt so rückwärts gehen. Wenn wir Seitengänge entwickeln wollen, ohne Gerte und ohne Zügel, dann brauchen wir natürlich ein Pferd, was unsere Körpersprache ganz wunderbar liest. Deswegen müssen wir natürlich auch schauen, dass wir immer gut lesbar sind und nicht missverständlich sind für die Pferde. Und Rhythmus, Rhythmus, Rhythmus. Und wieder auflösen, mit der Stimme loben. Lass dir Platz. Lass dir Platz. Ja, genau, komm in meine Richtung, so ist gut. Wachs nach oben, gut, genau, und guck ihn wieder an, ist gut. Die Abstimmung des Paares ist so fein, dass die Hilfengebung nahezu unsichtbar ist und sich die beiden synchron bewegen. So, jetzt würde ich die Vorhand verschieben, mit Schwung, ja, genau. Und jetzt nah an der Stange und nach vorne gucken und Rhythmus. Alles mit Ruhe und Geduld. So, jetzt bleibt die Hinterhand fast stehen, macht nur einen kleinen Bogen mit. Das Slalom Niveau 3 ist die schwierigste Variante und beinhaltet den Wechsel zwischen vorwärts-seitwärts verschieben und vorwärts-seitwärts folgen. Ja, strahl nach oben, gib nach mit der Hand. Jetzt einfach in Richtung Stall mitlaufen. Ja, jetzt haben wir die andere Hand und oben in der Ecke wieder einen Übergang zum Kreisel. Genau. Gut. Wir können erkennen, wie schön sich Colin auf Kerstin konzentriert und sich die beiden in Harmonie gemeinsam auf dem Platz bewegen. Das, was uns eigentlich, wenn wir mit Pferden arbeiten, mit am allerwichtigsten ist, ist doch, dass wir einen harmonischen Umgang haben mit unserem Pferd und dass das Pferd uns vertraut.